Hallo Regina, zwei deiner Lampen sind fertig. Und um das mal ein bisschen zu dokumentieren und auch dir mal eine Bedienungsanleitung zu geben, das Video hier. Ja, fangen wir erstmal mit der Deckenleuchte an für deinen Arbeitsplatz. Da hat man ja so eine Runde uns auserkoren. Aber als ich die dann betrieben habe, habe ich mitbekommen, dass die ziemlich heiß wird. Und das konnte ich dann nicht so ganz verantworten und habe dann noch eine ReMF-Charger-Schaltung mit dazu gebaut und zusätzlich noch eine extra LED in die Mitte, die hat genau gepasst. Also das wollte gebaut werden. Ne? Das ist wie wenn es dafür gemacht gewesen wäre. Also du bekommst das jetzt einfach. Ne? Und hier oben drin ist jetzt die ReMF-Charger-Schaltung. Ne? Die ist dann praktisch bewirkt, dass die dann alle ziemlich effektiv angesteuert werden. Ja, du hast gemeint, du kommst an deine Decke halbwegs ran, deshalb habe ich dir hier dann den Schalter ran gemacht. Und ja, so schaut es zumindest auf dem Video aus hier. Ja, wie es dann in Realität aussieht, kannst du dann nochmal angucken. Aber ich denke, das reicht ganz gut aus, um den Essplatz zu beleuchten. Ja, und wie ich schon gesagt habe, ich habe die ReMF-Charger-Schaltung deshalb reingebaut, weil ich es gern habe. Also es ist nicht wie Kerzenflackern, es ist aber auch kein nerviges Flackern, wie man das von anderen LEDs kennt, aber ein ganz kleines bisschen schwankt hier zumindest die Helligkeit immer ein bisschen hin und her. Und das eben unperiodisch, also nicht rhythmisch, sondern je nachdem, wie der Ferrit hier oben eben schwingt und durch welche Magnetfelder er wahrscheinlich von außen auch beeinflusst wird. Ja, also mich stört es jetzt nicht, dieses ganz, ganz leichte Flackern, das erkennt man eigentlich auch nur, wenn man sich ganz doll darauf konzentriert. Und ja, das ist so denke ich, ist Sonnenlicht auch normal, ne? So ungefähr. Ja, wie gesagt, in der Mitte sind Warmweiß-LEDs, ach, das kriegt er jetzt gar nicht so hin hier. Und außen sind diese. Ah, genau, so hier schaut es ungefähr in Realität aus. Außen sind diese Vollspektrum-LEDs, die so ein bisschen Violett-Touch haben. Und ich denke, das müsste ganz gut passen für einen Esstisch. Ja. Hier oben hast du dann die Befestigung für die Decke. Und das kannst du dann auch, also vorsichtig rausdrehen. Ne? Und dann auch vorsichtig wieder reindrehen. Nicht ganz so viel Kraft anwenden dabei. Ja, so fest wie nötig, nicht so fest wie möglich. Und dann kann man das dann hier an die Decke pfapfen und dann ist die verstellbar. Dann kann man es auch noch nach vorne kippen oder dann zur Seite. Ne, kannst du dann ausrichten, wie es du brauchst. Okay, so. Und dann hier eben mit dem Schalter ein- und ausschalten. Das war die eine. So, dann hast du noch eine Unterschrankleuchte gebraucht zum Aufwaschen. Da hatten wir uns ja diese hier rausgesucht und ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. In der Originalbedienung wird die mit 18 Watt ausgewiesen, Schrägstrich 12 Watt. Also entweder 12 Watt oder 18 Watt. Und ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe die gar nicht gemessen im Originalbetrieb, wie viel Watt sie zieht. Ich habe sie jetzt nur gemessen nach dem ReMF-Charger-Umbau und jetzt zieht sie 4 Watt. Also irgendwas zwischen 4 und 5 Watt. Ich denke, das ist schon eine ganz schöne Energieeinsparung im Gegensatz, dass es mindestens 12 Watt wahrscheinlich vorher gezogen hat. Dementsprechend wird der Kühlkörper auch nicht mehr heiß. Der wird ein ganz kleines bisschen lauwarm. Man merkt es noch ein kleines bisschen, aber ist weit weg von heiß. Deshalb kannst du die dann getrost unter deinen Küchenschrank montieren und auch mal heißes Wasser einlaufen lassen. Dass es da ein bisschen wärmer wird an der Stelle, das macht ja gar nichts aus. Einen Schalter habe ich hier noch angebaut an der Seite. Man muss ihn mal einschalten. So schaut es aus, wenn sie eingeschalten ist. Und so leuchten 4 Watt. Ich denke, das müsste auch ausreichen für die Küche. Ne? Also, ja. Ich war selbst verblüfft, wie hell die LEDs machen mit so ein paar Watt, weil. Wir können ja mal reingucken in die Schaltung, dass ich auch das nächste Mal die wieder so bauen kann. Das sind eigentlich nur zwei solche
LED-Streifen verbaut mit warmweißen LEDs und kaltweißen LEDs. Wenn die beide gemeinsam angesteuert werden, kommt so eine Farbtemperatur von 4000 Kelvin ungefähr raus. Und die sind meiner Erfahrung nach perfekt, um Pflanzen wachsen zu lassen. Da hat man dann das ganze Spektrum drin. Die kaltweißen LEDs, die haben eher so ein blaues Spektrum. Die warmweißen dann eher so ein rotes Spektrum. Und das ist genau das, was unsere Pflanzen zum Wachsen brauchen. Bei der werden dann noch extra Infrarot-LEDs und extra UV-LEDs installiert. Ein paar grüne und gelbe, dass wir alle Farben mit dabei haben. Das wird praktisch die Königsklasse sozusagen. Da muss ich erst noch auf die LEDs warten. Und hier drüben, falls die auch mal von euch jemand nachbasteln will, die Anschlüsse in der Mitte hast du in gemeinsamen Plus. Und rechts und links hast du die Minusse jeweils für die warmweißen und kaltweißen LEDs. Die kann man dann einfach parallel nehmen, die rechten und linken, und die dann gemeinsam ansteuern. So habe ich das dann auch gemacht. Ich habe die parallel genommen, praktisch alle parallel genommen und dann zwischen dem Originalnetzteil und den LEDs auf der Seite der Lampe eine RMF-Charger-Schaltung eingebaut. In dem Fall jetzt hier mit einem Tipp 142T. Die haben die Eigenschaft, dass man die nicht so richtig steuern kann mit einem Vorwiderstand. Der schaltet immer fast voll durch, aber er schwingt trotzdem. Und da ich ja hier dann mit der Originalspannung praktisch von den LEDs rangehe, kann ich da einen RMF-Charger ruhig volle Pulle aufdrehen. Hauptsache, der schwingt. Und dann sind die LEDs trotzdem hell und er wird effektiver und die LEDs nicht mehr so warm. Hier an der Seite kann man es noch ein kleines bisschen sehen. Die Stelle wird dann noch zugemacht, Regina. Keine Angst, dass du dann keinen Stromschlag holst, wenn du hier mal aus Versehen reingreifen solltest. Und ja, aber nur noch mal so zur Bestätigung, dass ich hier wirklich was eingebaut habe. Okay, so. Und genauso wird die dann auch werden. Hier muss ich mal zusehen, dass ich zwei RMF-Charger-Schaltungen hier hinten reinbekomme, weil die LEDs bekommen ja eine und dann meine extra LED-Leiste soll auch noch eine RMF-Charger-Schaltung bekommen, weil original sind ja auch zwei Netzteile hiervon irgendwie eingebaut. Das ist irgendwie ganz lustig gemacht. So, okay. So viel dazu. Kabel kannst du selber verlängern. Ne? Hat mir ja gesagt, das schwarze schneide ich noch ab. Da lege ich dir dann noch ein weißes Kabel mit dazu. Und das mittlere Kabel hier, den gelben, den braucht er nicht anklemmen. Das ist eigentlich die Erde, aber ich habe drin den Anschluss verfolgt, da geht er voll ins Leere. Also kann man die Erde eigentlich auch weglassen. Und müsste trotzdem sicher sein. Das sind der Norm entsprechend geschützte originale Netzteile hier vorne drin verbaut. Die brauchen keinen Erdanschluss. Alles klar. So. Gut, war es das jetzt erstmal. Wünsche ich dir viel Spaß mit deinen Lampen.